Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute möchte ich mit euch ein Vögelchen wieder zeichnen, und zwar einen Gimper oder Dompfaff heißt dieser Vogel. Wollte ich schon länger mal machen. Und der Stift, den ich gerade benutze, ist 233, also das ist die Vorzeichnung. Ihr könnt natürlich auch einen Bleistift nehmen, aber ich fange gleich mal mit den Polychromos an und schaue, dass wir den richtig hübsch machen. Also ich mache ein kleines Lächeln, ja? Das ist hier sein Auge. Den Vogel wollte ich schon länger machen, weil er sehr hübsche Federn hat. Also er hat einen absolut schönen roten Bauch, den ich aber nicht rot machen möchte, sondern leicht ins Rosé-Orange gehen will. Ich muss mal gucken, das werden wir sehen. Und er hat hier schwarze Zeichnung, die so rauf geht. Das müssen wir aber ganz sanft machen, damit wir es nicht... Aber zuerst mal die Form, damit wir es nicht verwechseln. Aber ihr wisst von mir, ich zeichne nicht so nach, also nicht geordnet, sondern eher so, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Also ich kann nicht geordnet zeichnen. Ich glaube, irgendjemand hat mal kommentiert, dass man da total durcheinander kommt und dass das zum Teil verwirrend ist, wie ich ja, springe, also von Zeichnung zu Vorzeichnung und so weiter. Aber genauso mache ich es eigentlich. Also ich kann nicht geordnet zeichnen. Wenn ich ordne, fange ich an, Fehler zu machen. Und im Prinzip ist das so ein Gesamtüberblick, den ich mir verschaffe beim Vogel. Ich mache ja, so wie ihr das von mir kennt, keine so Vorzeichnung im Sinne von Skizzenvorzeichnung, sondern ich fange gleich im Prinzip mit der Vorzeichnung der Reihenzeichnung an. So, jetzt habe ich euch gänzlich durcheinander gebracht. Ich hoffe, das wird euch nicht zu sehr verwirren. Und hier ist ungefähr das Schwänzchen, das ist ein bisschen länger. Habt ihr das noch im Blick alles? Ja, ich denke schon. Genau. Und jetzt schauen wir mal, also hier bleibe ich mit dem grauen Stift. Das ist eine relativ graue Fläche hier, die wir haben. Und zwar so ziemlich die einzige. Und hier ist es so ein bisschen flauschig, also hier trifft sich das später ganz gut mit den rosaroten Federn. Ich habe ein anderes Papier diesmal, ein dünneres, weil ich meinen Block nicht gefunden habe. Aber, und es ist ein relativ billiges Papier. Es ist nämlich ein Werbegeschenk. Und also ein Werbegeschenk, ich glaube, von der Architektenkammer. Und also von meinem Mann. Und ich habe es einfach umgedreht und zeichne jetzt auf der Rückseite. Und das finde ich sehr angenehm eigentlich. Also nichts Besonderes. Hier haben wir auch noch mal leichte graue Federn. Ein bisschen so im Verlauf, also nach hinten dunkler, nach vorne ein bisschen heller. Und ansonsten haben wir es. Dann haben wir jetzt ein Rosa. Und zwar ist es 130. Also es heißt Fleischfarbe. Und ich möchte es in Rosa machen. Wobei, ihr könnt natürlich auch Rot nehmen.
Es kann sein, dass ich sogar mische, denn hier zum Beispiel ist es ein bisschen dunkler. Das kann sein, dass ich hier nachher ein Rot nehme. Aber den Grundton möchte ich in diesem Rosa machen. Und so wie ihr das von mir kennt, also ich mache es sehr gerne in den, also die Schraffur, die Striche hier, die mache ich sehr gerne in der Federrichtung bzw. in der Federwuchs, in die Federwuchsrichtung. Oder wenn das Tier aus Fell ist, in die Fellwuchsrichtung. Das gibt dem Ganzen eine sehr viel realistischere Zeichnung und ihr tut euch einfach leichter damit. Genau. Und hier nach hinten gehen wir ein bisschen in den Verlauf rein. Also hier langsam hört es auf und wird eher weiß und grau. Und das ist halt so ein schöner Verlauf einfach. Und ganz fein weitermachen. Wie gesagt, es kann sein, dass ich noch ein Rot benutze oder Orange, aber den Grundton wollte ich in diesem Rosaton machen und hier nach oben genauso, bis wir es ausgefüllt haben, fast bis zum Auge. Diesen Dompfaff. Hellroter Bauch heißt es. Also hellrot, da könnt ihr euch einiges vorstellen drunter. Wie gesagt, das ist hellrot, kann in Richtung Orange gehen, in Richtung Rosa. Oder vielleicht habt ihr so ein richtig schönes Hellrot. Genau, und dann habe ich, also ich lasse kaum weiße Flächen jetzt hier. Also da, wo es noch zu weiß ist, will ich das ausfüllen. Dann haben wir diesen Grundton. Jetzt nehme ich ein Orange und gucke einfach mal, was so passieren wird mit dem Orange. Das ist 115. Und mache hier eine kleine Zeichnung, hier ein bisschen mehr, irgendwie sieht es so intensiv aus. So, und nach unten könnten wir das auch ein bisschen machen. Und dann schaue ich, dass ich so ein Rot nehme. Das ist ein 118er Scharlachrot. Da könnten wir jetzt diese Zeichnung, also hier ist sowas wie so ein kleiner, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Verdunklung. So mitten im Bauch, zumindest sehe ich das so. Und könnten auch ein bisschen mit diesem Rot ein bisschen Struktur reinbringen. Also, dass man so die Federchen ein bisschen sieht. So, dass man das Gefühl hat, man möchte das Vögelchen auch streicheln. Und da, wo ein bisschen mehr Schatten ist, also hier in Richtung Outline, könnt ihr das ganz leicht erweitern, verdunkeln. Genau. Und hier bei den Federn gefällt mir das ganz gut, wenn es so drunter ein bisschen dunkler ist. Und nach oben noch ein bisschen mehr. Also ich hoffe, ihr kennt es ganz gut hier am Bildschirm, was ich meine. Muss ich schnell spitzen. So die Federchen. Da nehme ich jetzt wieder das Rosa. Und hierfür drunter.
weil ich es nicht zu grau machen will. Natürlich kommt da Grau rein, also das sind diese Federn, aber ich will es nicht zu grau machen. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich möchte jetzt hier auch mit dem Schwarz, wir haben hier ein Auge und eine Pupille, die ist auch ziemlich schwarz und einen Glanzpunkt. Und das Auge selbst mache ich aber in Grau hier, ihr seht es, weil es außenrum relativ schwarz wird. Also das hier ist alles schwarz. Hier hat es so ganz kleine Zeichnung unterm Schnabel und hier auch. Damit das Auge sich schön abhebt, ist es so in leicht grau. Ansonsten ist hier alles ziemlich schwarz, meine Lieben. Und wirkt ziemlich, also ich sag mal stylisch. So dieses Schwarz mit Grau und dieses Rot-Orange, also sehr, sehr hübsch. Also ich mag diese Kombination und ich mag sie auch jetzt im Herbst vor allem, weil das sind so auch oft die Töne, so Orange, Rot, Grau und Schwarz, die auch zum Beispiel jetzt gerade in den ganzen Deko- oder Modezeitschriften im Herbst gezeigt werden. Hier machen wir einen kleinen Schatten unterm Schnabel. Und hier, wo der so ganz leicht lächelt, das habe ich mir jetzt so eingebildet. Ansonsten ist der Schnabel sehr grau. Also nichts besonders. Außer hier und ein bisschen Verlauf. Und hoppala, jetzt habe ich ein Stück verloren und auch noch kaputt gemacht. Wunderbar. Und hier machen wir eine kleine Outline. So. Und hier aber möchte ich das Rosa bis zum schwarzen Rand verdichten. Und auch hier. Das gefällt mir einfach, wenn es dichter ist. Und trotzdem hier und ein bisschen mehr Rot. So. Dann haben wir nochmal Schwarz und zwar hier. Muss ich genau gucken, wie die Federn sind. Also hier haben wir Schwarz, der Rest ist aber grau. Jetzt habe ich meinen kaputten, ungespitzten Stift. Und hier möchte ich diese Outline einfach genauer machen. Und hier haben wir diese Feder. Seht ihr das? Ja, also die Schwanzfeder hinten. Vielleicht ist die auch ein bisschen länger, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich außerhalb der Kamera zeichne. Und das möchte ich nicht. Hier zieht sich das wieder hoch und hier haben wir einen ordentlichen schwarzen Anteil, der hier so endet. Und so die Federn ein bisschen sieht man die. Das kann man mit dem Grau dann ausfüllen. Und hier können wir ein bisschen mehr das Orange nachziehen, aber im Verlauf. Genau, meine Lieben, und schon haben wir es. Also im Prinzip haben wir sehr schnell ein schönes Vögelchen. Ich liebe solche Vögelchen zum Beispiel so irgendwie zu verschenken. Als Karte oder einfach mal irgendwas Nettes.
an Verlage oder Lieblingslektoren oder zu Weihnachten. Also ich finde das ganz niedlich, wenn man mal was Echtes verschenkt. Traue mich oft nicht, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht gut genug. Aber eigentlich ist es nicht schlecht. Und ich denke, die Leute freuen sich schon, wenn sie mal so eine echte Zeichnung bekommen und nicht nur gedruckte Karten. Natürlich, wenn man Zeit hat. Finde ich ganz nett. Genau. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier möchte ich ein bisschen mehr das nachziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich wieder melden. Allerdings habe ich momentan genau 4 Bücher, die ich zeichne gleichzeitig. Und das nimmt schon sehr viel Zeit weg. Und oft habe ich dann einfach nicht mehr die Muse für YouTube zu zeichnen. Aber das ist nur momentan so. Das wird wieder anders. Ich zeichne relativ schnell und werde mich dann hoffentlich vor Weihnachten nochmal melden. Ich denke aber schon. Also meine Lieben, alles Gute. Bleibt gesund, natürlich. Das ist die Hauptsache momentan. Egal wie oder was. Und zeichnet weiter, ja? Eure Dani. Tschüss.